Ja, die Enttäuschung ist sehr groß. Ich habe mir wirklich viel mehr erhofft, auch ein viel, viel knapperes Spiel. Bin von Anfang an nicht richtig ins Spiel reingefunden, habe gar nicht so sehr die kämpferische Leistung zeigen können, vielleicht die ich auch habe, einfach mich nochmal reinzukämpfen, bei so einer großen Halle einfach wirklich Vollgas zu geben. Da habe ich eigentlich immer so ein bisschen hinterhergehakt, habe ein paar Fehlentscheidungen getroffen, nie wirklich meinen Rhythmus gefunden. Er hat mich gut angespielt, viele Bälle. Ja, aber auch aktiven habe ich leider heute viel zu viele Fehler gemacht, selber die Chancen nicht nutzen können. Und dann ja zwischendrin noch mal eine kleine Chance gehabt, zum 2-2 auszugleichen. Da muss ich irgendwie schaffen, dran zu bleiben. So lief es immer vor mir weg, bin immer hinterhergehangen und dann ja hinten raus doch ich deutlich verloren. Deswegen schon sehr enttäuscht jetzt gerade. Dennoch, Achtelfinale ist ein gutes Ergebnis insgesamt für die Weltmeisterschaft. Wie ist dein persönliches Fazit? Ja, mit ein paar Tagen Abstand werde ich natürlich bestimmt sehr, sehr froh sein und auch sehr stolz sein, dass ich wieder das Achtelfinale erreicht habe. Aber gerade vor allem nach so einem Spiel, wie es gerade gelaufen ist, schon sehr enttäuscht und habe mir sehr, sehr viel mehr erhofft für das Achtelfinale.